begrüße euch zu einem neuen Quick-Check-Video. Und ihr wisst, wenn ich so schnell rede, dann habe ich nur 2 Minuten Zeit, um euch ein neues Produkt schnell vorzustellen. Also bleibt dran, denn direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Willkommen zu einem neuen Quick-Check auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und heute geht es um einen USB-Verteiler. Ein tolles Stück, finde ich, was ich mir da gekauft habe. Ich habe euch das Produkt auch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, euch nähere Informationen holen oder es euch natürlich auch bestellen. Packen wir das Ganze mal aus. Es ist eine kleine Bedienungsanleitung dabei, die man eigentlich nicht braucht. Aber um dieses Produkt geht es hier jetzt. Ne? Es hat ein recht langes USB-Kabel dabei mit Mini-USB-Anschluss. Und das ist dieser USB-Verteiler. Der ist aus Aluminium. Er hat hier 4 Anschlüsse. Hier hinten einer, hier vorne 3 und hat hier hinten diesen Mini-USB-Anschluss, um natürlich auch ein USB-Gerät daran anzuschließen. Ansonsten, was ich ganz toll finde, erstmal das Kabel. Ihr seht, es ist stoffüberzogen. Also das ist ein hochwertiges Teil. Es ist aus Metall. Das Kabel ist stoffüberzogen. Es ist von der Länge her ausreichend. Das Kabel ist ungefähr 50 bis 60 cm lang. Und das Tolle ist, ihr habt nicht nur den USB-Anschluss hier vorne, ihr habt auch den Adapter für USB-C daran. Das heißt, ihr könnt dieses auch an euer Handy zum Beispiel unten anstecken oder an euer Tablet. Also überall könnt ihr das anstecken, euren Laptop, wo ihr einen USB-C-Anschluss habt. Das war mein heutiger Quick-Check für euch. Ich hoffe, ihr könnt das Produkt gut gebrauchen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Susch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin.